heute dürfen auch die Nachwuchs-Comedians auf die Bühne. Und hier bin ich. Was ist der kleinste Krieg? Genau, das ist die Ehe. Das wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. Und so habe ich schnell noch meine Brigitte geheiratet, nach 47 Jahren. Und zwar im Frack mit Zylinder. Schaut, so sieht sie aus. Ja, gut. Die Bilder sind von 1964. Also irgendwie ist das Ganze schon saublöd gelaufen, gell? Wir waren am Meer, Sonnenuntergang. Romantik pur, sagt Brigitte. Meinst du nicht, wir sollten endlich mal heiraten? Sag ich, ja, schon. Aber wer nimmt uns denn jetzt noch? Flöte Brigitte. Ich nehme dich noch. Naja, da waren die Fluchtmöglichkeiten schon sehr begrenzt. Wer lebt denn noch in geschlamperten Verhältnissen? Leute, traut euch. Das endet doch überhaupt nicht an den alltäglichen Hackeleien. Zum Beispiel letzten Sonntag. Ich kipp mir das Frühstücksei übers Hemd und sage zu ihr, sehe ich nicht aus wie ein Schwein? Schon. Und begeckert hast dich auch noch. Oder letzte Woche, Brigitte hat wieder mal vergessen einzukaufen, sage ich, ich verliere noch den Verstand mit dir. Sei lieber vorsichtig. Das findet man oft nicht wieder, so was Klitzekleines. Wenn ich zu ihr sage, du, ich habe nachgedacht, gib doch nicht so an. Neulich sage ich zu ihr, ich weiß, du kannst meine überragende Intelligenz nicht schätzen, aber du liebst doch sicher meinen wunderschönen Körper. Was ich so an dir mag, das ist ein toller Humor. Heute sind wir ganz früh aufgestanden. Brigitte öffnet das Fenster. Es graut der Morgen. So, Schatz, es heißt nicht, es graut der Morgen, sondern es heißt, es graut dem Morgen. Ja, in einer Beziehung muss man schon ehrlich zueinander sein, oder? Sie korrigiert mich doch auch ständig. Das seit 46 Jahren. Seit 47, mein Lieber. Seit 47. Den ersten Hochzeitstag, den habe ich natürlich prompt vergessen. Da musste ich ihr als Versöhnungsgeschenk etwas vors Haus stellen, das in 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Das war fast das Ende unserer Ehe. Mit dieser neuen Badezimmerwaage. Exakt 150 Sekunden. Bitte viel klatschen, darauf wir nächstes Jahr eine Sekunde länger springen.